Servus zusammen, wir haben den 9. Juni, es ist 17.29 Uhr, also DAX noch nicht ganz fertig, aber ich glaube, das ist völlig wurscht. Ich möchte auf Folgendes hinweisen, das eine ist das hier, Moment, das ist am Montag und zwar um 12 Uhr, Börse at Home. Ich möchte es nochmal sagen, ich mache was, das habe ich noch nie gemacht vorher, ich mache eine Stegreifanalyse und zwar nicht aufgrund dessen, was ihr euch wünscht, sondern das, was mir mein Screening-Modell zeigt. Und da bin ich wieder. Und das wird spannend. Ich gucke erst um 11.55 Uhr, also 5 Minuten vor des Beginns, schaue ich da rein und dann mache ich das. Ich will nicht, hier steht 5 charttechnisch spannende Aktien. Ich hoffe, dass ich so auf 15 komme, die zumindest mir Signale geben im kurzfristigen, mittel- und langfristigen Bereich. Und da will ich eigentlich euch sehen, wenn ihr dann da drauf geht. Wo ist denn das jetzt hier? Da. Dann kommt ihr hier unten auf jetzt kostenlos anmelden. Das ist mit der Börse Frankfurt. Das ist das eine. Dann am Mittwoch gibt es keinen Film von mir. Am Mittwoch habe ich Geburtstag, Birthday sozusagen. Und dann mache ich Digital Detox. Das heißt, Handy bleibt aus, Computer bleibt aus. Ich mache mir mittags ein malaiisches Essen und abends gehe ich auch nochmal richtig gut essen. Und da bin ich nicht erreichbar. Also da mache ich auch keinen Film. Das heißt, heute gibt es einen, am nächsten Freitag gibt es einen. Und dazwischen wahrscheinlich keinen, weil ich muss diverse Dinge vorbereiten. So, ganz kurz mal zu den Aktien. Das ist nämlich Volkswagen hier. Ich habe dich so seit 120 ungefähr, jetzt sind sie ein bisschen höher. Im Moment handeln sie bei 126. Das hier wird eine spannende Marke. Das, wo jetzt das Kreuz läuft, bei 128,89. Kurz dahinter liegt die 200-Tage-Linie. Ich möchte es nochmal sagen, nächste Woche, das kann richtig heftig werden. Mittwoch die Fed, Donnerstag die EZB und am Freitag großer Verfall. Also da, so wenig Schwankungen es momentan gibt, da kann es richtig abgehen. Ich habe heute Telekom gekauft. Telekom. Hier. Und zwar, ich vertrete immer die Ansicht, ein Wert, wenn er fällt, schaue ich auf das gegenüberliegende Band. Das ist das hier, das geht jetzt schon die horizontale. Sogar schon ganz leicht runter. Ich möchte nicht behaupten, dass wir gleich hochgehen zur 20-Tage-Linie, aber ich denke, dass wir hier einen Boden spielen werden. Diese Linie hier kommt von hier. Das ist der 30.12.2022 und da waren wir auch vorher schon ein paar Mal dran. Das ist die ziemlich genau die 18,62. Kann sein, dass wir da nochmal hingehen. Möglich. Die Calls, die ich gewählt habe, haben eine Basis von 16,80. Und ich denke aber, dass wir hier nach dieser ganzen Amazon-Geschichte, ein bisschen zu viel gefallen sind, dass wir jetzt eher mal wieder korrigieren können. Außerdem habe ich Deutsche Lufthansa, hier. Mir gefällt dieser Bereich hier um die 9. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir haben noch hier kein Signal, hier sind wir leicht positiv. Das gefällt mir aber ganz gut. Richtig steil oder besser sollten sie werden, wenn sie das hier überboten haben. Dieses Plateau hier, das da. Und das ist bei 9,34. Ansonsten beobachte ich die Bayer. Wo sind die Bayer? Hier. Und zwar habe ich hier, das ist ein ganz langer Chart, der kommt hier von 2018, das war dieser Trendkanal. Aber, Moment, so. Von dem Tief des Trendkanals, 28.10.2020, kann ich eine ziemlich schöne Linie legen und die liegt ziemlich genau bei 50. 50,28, je nachdem wie spitz der Bleistift ist. Mir gefällt das. Also ich glaube, das hier war die Annunciation von dem neuen Chef. Das war vielleicht ein bisschen viel. Dann sind wir da auch da nicht mehr hingelaufen und haben jetzt deutlich verloren. Von die letzte Bewegung 62, runter auf die 50,92. Auch das schaue ich mir an. Ich bin hier technisch schon sehr tief. Sobald wir hier, und das ist auch dieses Niveau hier, 52,91, da drüber gehen, dann werde ich auf jeden Fall eine größere Position nehmen. Aber jetzt, im Moment
Noch nicht. Ich glaube, wir füllen das hier aus. Da müssen wir mal schauen. Und jetzt gehen wir auf den DAX. Da könnte ich eigentlich genau das, was ich letzte Woche gesagt habe, einfach weitersagen. Wir handeln um die 20-Tage-Linie rum. Mal drüber, mal drunter, mal dran, mal drüber, mal drunter und so weiter. Heute sind wir drunter. Die ist momentan bei 15.974. Das heißt, wir sind in der Mitte der Bänder, die erstaunlich parallel laufen. Ja, also seit Tagen schon. Das ist auch nicht so normal. Die liegen ziemlich parallel. Aber ich habe hier kein nennenswertes neues Bild. Irgendwie nichts dergleichen. Gar nichts. Ich sehe nicht, dass sich hier bis Mittwoch irgendwas bewegt. Ich glaube, wir müssen Mittwoch abwarten. Ich bin mir jetzt ganz sicher. Ich glaube, es ist 14:15 Uhr deutsche Zeit, wann da mal was kommt von der FED. Und dann am Donnerstag gleich die EZB. Und je nachdem, was sie dann sagen, gibt es richtig Gas für den Verfalltermin am Freitag. Und es sind etliche Werte an ganz wichtigen Marken. Also so eine Adidas 160, eine Airbus 130, eine Allianz 210, eine BASF, was ist das? Na, die sind nicht so, 47,5. Die Bayer auch, Bayer 50. Also da sind ganz viele Werte on the edge. Ja? Und da muss man ein bisschen aufpassen. Und deswegen habe ich folgende Scheine rausgesucht. Das sind die gleichen Scheine, was soll ich da auch ändern? Der Hebel hat sich ganz leicht, aber ganz leicht verändert. Es ist ja nichts passiert. Und wie gesagt, Mittwoch wird heftig. Ich bin da nicht dabei. Ich gehe ganz bewusst nicht in den Markt, weil da will ich meine eigenen Sachen machen. Und aber Donnerstag schaue ich mir natürlich schon an. Also das ist, oh, das ist hier falsch. Das heißt 14.949. Sorry, ich sehe es jetzt gerade eben erst. Bleibt klein. Das ist eigentlich mein Rat, was ich geben kann. Bleibt klein, weil das kann wirklich heftig sein. Ich glaube nicht, dass es dann der Start einer Sommerrallye oder Sommerbässe sein wird. Aber dann wird es auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Bewegung geben als das, was es ist. Für mich sind vom Chart her die wichtigsten Punkte nach wie vor hier oben diese 16.335 und hier unten dieser Bereich 15.625. Ich glaube aber, dass zumindest bis Mittwoch, Mittag, das in dieser Range hier bleibt. Dafür ist der Markt zu feige, sich da rauszulehnen. Davon gehe ich mal aus. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.